Spezialist mit Kampfpreisen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Phasmophobia. Dabei ist heute wieder der Max. Hallöchen, Max. Hallöchen, Max. Ein wunderschön. Ja, wer Max noch nicht kennt, der hat das andere Video nicht gesehen, weil er kommt auf Dreamstate RP. Und wer Dreamstate RP nicht kennt, der ist auf meinem Kanal komplett falsch. Einfach mal unten in der Videobeschreibung schauen. Da kommt ihr auf jeden Fall hin. So, wir wollen jetzt mal schauen, was wir hier machen können. Die letzte Runde habe ich theoretisch gesehen mit 1-0 gewonnen. Der Geist hat mich verschont, obwohl er eigentlich näher war bei mir als wie bei Max. Aber okay. Das wird dahingestellt. Jetzt muss er noch einen anderen Auftrag auswählen, dass wir probieren mal ein anderes Haus aus. Und wir versuchen mal mehr Indizien über den Geist herauszufinden, als wie das letzte Mal. Und letztes Mal konnten wir halt einfach nur konnten wir ein EMF 5 und konnten wir nur feststellen und dann hat man halt einen Knochen gefunden, der uns nicht weitergeholfen hat. Mit uns hat er nicht geredet. Und er hat sich komischerweise schnell bewegt und schleichend an uns rangeschlochen. Geschlichen. Ich kann noch nicht mehr darüber sprechen. Rangeschlochen? Rangeschlochen, so sieht das aus. Rangeschlochen. So, ich würde mal sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn das Spiel fertig geladen ist. So, und da sind wir schon. Ich nehme mir wieder den. So. Also, Dorothy Smith. Ja, also EMF Reader muss aber mal was finden. Bewegungssensor, fuck. Ja gut, können wir schaffen, wie die letzte Folge, aber ich hoffe, wir verkacken nicht so. Das heißt, let's go. Temperatur hast du, ne? Ja, ja. Ich hoffe, das ist das geile Haus. Okay, nee, das ist ein Scheißhaus. Hier wurde ich von einem Metzger mal umgeschlachtet. Oh, das ist auch schön. Der ist auch zu. Ich hab kurz entschlossen. Schlüsse jetzt noch hier. Mensch. Hier war mal ein Metzger drin, ne, Junge, der hat. Du hast dich einen Schritt bewegt, der hat sofort gehandelt. Sofort, Alter, da hast du richtig einen zu viel bekommen. Rumkasten eigentlich, können wir nicht mehr machen. Rumkasten? Geht hier überhaupt nicht an? Können wir vielleicht ein bisschen Licht in die Bude bringen? Geht schon mal. Temperatur? Oh, hier ist nur alles hier, der wird oben gammeln. Hast du das gehört? Ja, oben hast du ja jetzt die ganze Last am Knaben und das solche. Wollen wir so ein Buch hinlegen? Einfach weitergehen. Ja, sorry. Wie viel EMF war? Hier ist noch nichts. EMF ist noch nichts. Hallo, Berg. Ja. Und wie viel EMF war? Nix, null. Einer. Okay. Sag dir sofort Bescheid, wenn ich was habe. Ich hab mal Licht angemacht. Ich will mal hier mein Net Hallo sagen. Wie viele Badezimmer haben die denn hier? Ich weiß es nicht. Ganz viele Badezimmer. Irgendwer Bäder.
da schau mal, Max. Max. Da. Was ist das? Siehst du das auf dem Boden? Was ist das? Achso, der. Oh, Gefriertemperaturen. Die Sackratte ist da drinne. Ich gehe da nicht ran, Berg. Denkst du eben. Richtig. Minustemperaturen. Jo, Gefriertemperaturen. Ja, trag schon mal ein, bitte. Ja, komm, wir gehen erstmal hier rein. Ich kack mich sowieso vorher ein, Alter. Ja, kann ich mir vorstellen. Oh, der ist draußen. Ich weiß nicht, der ist draußen. So, Gefriertemperaturen. Der. Wir brauchen, jetzt müssen wir runter und Finger abdrücken. Digga! Dumme. Ja, Junge. Was liegt denn da auf dem Boden eigentlich? Ja, komm, wir gehen mal ganz schnell raus hier. Sagen, ne? Okay, Sanity ist noch in Ordnung. So. Okay, da hat er mal kurz. Ja, komm, wir können wieder. Ich hab so hart Gänsehaut, ne? Das ist gerade richtig ekelhaft. Fingerabdrücke hast du auch nicht gefunden, oder? Und bisher sehe ich nichts. Ja, wir müssen da rein zu dem. Gucken, ob Fingerabdrücke sind. Ja, mach Licht an, genau. Mach erstmal Licht an. Sagen wir erstmal Hallo. 5, 5, 5, EMF. Raus. Aus, ja, wir haben alles. Fingerabdrücke hier im F5 gefriert. Raus hier, Junge, bewegt deinen Arsch, Alter. Raus hier, aber mal ein bisschen zackig hier. Gib uns halt kein Zeichen, bitte. Gib uns kein Zeichen heute. Boah, Alter. Mensch. Ey, so Gänsehaut bekommen. Mensch, aber wir haben alles voll gelöst, ne? Wir haben alles gefunden. Der hat aber nicht einmal gehandelt heute, das ist schön. Schön ist das. Also, wir tragen mal ein. Wir haben Beweise. EMF5. Wir haben Gefriertemperaturen, hattest du gesagt? Ja, genau. Gefrier. Dann haben wir... Oh, warte. Fingerabdrücke und EMF5. Fingerabdrücke hast du auch? Ja, Fingerabdrücke und EMF5. Banshee! Wir haben Banshee! Banshee! Richtig. Banshee! Ja, Leute, wir haben ihn gefunden. Aber er hat sich einmal gehandelt. Wir haben nicht, der hat unglaublich, nur einmal, nicht einmal hat er gehandelt heute. Das ist seltenheitswert. Welcome back. There's some jobs ready for you. Sehr schön. Also, ich muss schon sagen, es war, der hätte uns auch anders ficken können, ne? Also wir waren oben, der hat eben F5 hatte eben F5 angezeigt und dann... Also erst 3 und dann eben F5, ne? Aber der hat nicht einmal gehandelt. Glück gehabt. Der hat nicht einmal gehandelt. Ja, unsere Sanity war auch relativ hoch. Machen wir jetzt direkt noch eine dranhängen, oder was? Nee. Berg. So, willst du noch mal was sagen?
wolltest du noch was sagen, mein Lieber? Meine Liebe? Ich weiß nicht, ja, kommt alle. Kommt gerne alle auf Dreamset Roleplay, Serious RP, 5M. Und ich wünsche euch natürlich viel Spaß bei der Folge, ja. Und vielleicht sieht man oder hört man sich mal, ja. Kuss geht raus, liebe Grüße, Mac. Kuss geht raus, so macht man das auch. Und ich würde mal sagen, bis zur nächsten Folge Phasmo Vorwerk kann es ja nicht weit sein. Wenn es euch gefällt, Like da lassen, abonnieren, Glocke an und in der Videobeschreibung findet ihr alles zum Spiel, zum Server, zu mir, zu allen drum und dran. Haut rein und ciao.